Als die spanischen Eroberer nach Amerika kamen, suchte ein Stamm von 600 Inkas Zuflucht in den Bergen auf über 4200 Metern Höhe, um ihnen zu entkommen. Um sich von der Welt abzuschotten, schufen sie mental eine große Kuppel, die sie unsichtbar machen sollte, bis die Zeit kam, sich zu erkennen zu geben. Bis zu dieser Entdeckung im Jahr 1949 lebten die Queros in den Bergen praktisch isoliert von der Welt. In diesem Jahr traf der Anthropologe Oscar Núñez del Prado auf einem Fest in Paucartambo, einem Tal an den Hängen der Anden in Süden Perus, zwei Ureinwohner, die fließend Quechua, die Sprache der Inkas, sprachen. Die erste Expedition zu den Dörfern der Queros fand 1955 statt. Sie sind die letzten Inkas, ein Volk, das sich mit niemandem vermischt und das Wissen seiner Vorfahren bewahrt hat. Seit 500 Jahren bewahren die Stammesältesten der Quero ein heiliges Wissen über einen großen Wandel oder Pachacuti, wo Harmonie und Ordnung wiederhergestellt werden und Chaos und Unordnung ein Ende haben sollen. Pachacuti bezieht sich auf einen großen Inka-Häuptling, der Ende des 14. Jahrhunderts lebte. Es heißt, er habe Machu Picchu gebaut und sei der Architekt eines Reiches von der Größe der USA. Für die Inkas ist Pachacuti ein spiritueller Meister, ein wahrer Lehrer aus einer anderen Zeit. Denn Pacha bedeutet Welt oder Erde und Kuti bedeutet Umsturz, radikale Veränderung der Ereignisse. Sein Name bedeutet auch Transformator der Welt. Der letzte Pachacuti oder große Wandel fand statt, als die Spanier vor 500 Jahren die Inkas eroberten. Jetzt wussten sie, dass der Wandel kommen wird und dass es an der Zeit war, sich der Welt bekannt zu machen. Denn die Zeichen, auf die sie warteten, hatten sich erfüllt. Die Zeichen waren, dass die Lagunen der Berge austrocknen würden. Der Kondor würde fast ausgestorben sein und der goldene Tempel würde entdeckt. Und so ist es geschehen. Der Anthropologe Dr. Alberto Violdo, der unter den Schamanen gelebt hat, beschrieb, wie ein Erdbeben im Jahr 1949 die Erde unter einem Kloster in der Nähe von Cusco in Peru in zwei Hälften teilte und einen alten Inka-Tempel aus Gold ans Licht brachte. Dies war das Zeichen dafür, dass die Prophezeiungen von Mosoi, was der kommenden Zeit bedeutet, mit der ganzen Welt geteilt werden sollten. Für die Queros brachte das Jahr 2012 den Beginn einer neuen Ära namens Tari Pai Pacha, in der die obere Welt, die untere Welt und die Alltagswelt vereint sein werden. Wir werden denselben Traum teilen und alle unsere Energien mit Mutter Erde in Einklang bringen. Sie sagen, dass es zunächst eine Periode des Chaos und der Verwirrung geben wird, aber für sie hat der große Wandel bereits begonnen. Wenn genügend Samen aktiviert sind und von Angst und anderen negativen Aspekten der dritten und vierten Bewusstseinsebene befreit sind, können die Samen der fünften Ebene in die Menschheit sprießen und ein Ganzes bilden. Die Schamanen der Quero sagen, dass es einen Riss im Gefüge der Zeit geben wird und dass wir kollektiv und gleichzeitig die fünfte Bewusstseinsebene erreichen werden. Es ist ein Traum, der nach und nach wahr wird. Es ist eine kollektive Vision. Elizabeth Jenkins berichtet in einem ihrer Bücher, dass die Queros sagten: Wenn die Schneeschmelze auf dem heiligen Berg Ausangate beginnt, müssen sie ihre Stadt verlassen, denn die Erde braucht ihre Weisheit. Und so war es auch. Es ist die Zeit der Integration der Völker der vier Himmelsrichtungen. Sie sagen auch, dass zwei sehr starke Kräfte eingesetzt werden müssen, um die Vereinigung zwischen den Völkern zu erreichen, Liebe und Mitgefühl. Ihre Mission ist es, ihr uraltes Wissen mit den Menschen zu teilen, um auf den großen Tag vorbereitet zu sein, an dem der Adler des Nordens und der Kondor des Südens wieder gemeinsam fliegen werden. Die neuen Hüter der Erde werden aus dem Westen kommen und diejenigen, die den größten Einfluss auf Mutter Erde ausgeübt haben, haben nun die Verantwortung, die Beziehung zu ihr wieder aufzubauen, nachdem sie sich selbst neu gestaltet haben. Das heißt, dass Nordamerika die physische Kraft oder den Körper darstellt, Europa den geistigen Aspekt und den Kopf und Südamerika das Herz. Es ist hochinteressant, dass sie, nachdem sie 500 Jahre lang isoliert waren,
dasselbe Wissen haben wie die Ältesten und Schamanen anderer indigener Kulturen in Nord- und Südamerika. Die Queros sagen: Lerne von den Flüssen, den Bäumen, den Felsen. Ehre deine Brüder, ehre deine Mutter Erde, Vater Sonne, ihre Schwestern, die Sterne. Ehre den großen Geist. Ehre dich selbst und die ganze Schöpfung. Ihnen zufolge treten wir in den Zyklus des fünften Pachacuti ein, einen 500-Jahre-Zyklus. Die Queros sagen, dass die Tore zwischen den Welten sich wieder öffnen, dass sich in der Zeit Löcher bilden werden, durch die wir gehen können, um unsere Fähigkeiten zu erforschen und unsere leuchtende Natur wieder zu erlangen. Das lässt uns an das denken, was wir derzeit Dimensionsportale nennen. Nach den Lehren ihrer Vorfahren wird es nur noch wenige Jahre dauern, bis sich die Menschen, die den Adler repräsentieren, und die Menschen, die den Kondor repräsentieren, vereinigen. Diese Vereinigung wird die Menschheit retten. Es heißt, dass zu Beginn der Zeit alle Menschen eine einzige Gruppe bilden und dass wir uns im Laufe der Zeit in zwei Gruppen teilen werden. Jeder würde seinen Weg gehen. Einer davon war auf die Wissenschaft ausgerichtet und würde von den Intellektuellen gebildet, die das Volk des Adlers sind. Die andere Gruppe, die sich dem Einklang mit der Natur widmet, würden die intuitiven Menschen bilden, die Kondormenschen. Sie glauben, dass der Adler des Nordens und der Kondor des Südens wieder zusammenfliegen werden. Im fünften Pachacuti, also in diesem dritten Jahrtausend, werden die Menschen des Adlers, die die materielle Welt repräsentieren, über ein hohes wissenschaftliches und technologisches Wissen und über immenses materielles Reichtum verfügen. Aber sie werden auch eine große innere Leere vorfinden, die durch die Abtrennung von der natürlichen Welt verursacht wird und ihre Existenz gefährdet. Die Gruppe der Kondore, die die geistige Welt repräsentiert, besteht aus Menschen des Herzens, des Gefühls und des Geistes, denen es gelungen ist, sich mit der natürlichen Welt zu vereinen. Sie haben ihre intuitiven Fähigkeiten entwickelt, kennen die Zyklen der Erde und wissen, wie sie mit den Geistern des Tier- und Pflanzenreichs in Kontakt treten können. Sie wissen jedoch nicht, wie sie in der materiellen Welt des Adlers funktionieren können. Das wird ihre Schwachstelle sein und sie könnten verschwinden. Wir sehen, dass das Volk des Adlers diejenigen repräsentiert, die in Städten mit großer wirtschaftlicher Entwicklung leben. Und das Volk des Kondors repräsentiert alle indigenen Völker der Welt. Wenn der Adler und der Kondor wieder zusammenfliegen, Flügel an Flügel, wird die Welt ihr Gleichgewicht wiederfinden. Die Adler und die Kondore können allein nicht überleben. Aus dieser Vereinigung wird ein neuer Mensch hervorgehen, der das Volk des Adlers für sein Wissen und das Volk des Kondors für seine tiefe Weisheit des Herzens ehren wird. Wenn der Adler und der Kondor gemeinsam fliegen, werden sie ihre Wunden heilen, ihren Geist stärken und ihre Feinde vertreiben, indem sie Unterdrückung, Ausbeutung und Ungerechtigkeit beenden. Wenn sie von Feinden sprechen, ist es offensichtlich, dass sie sich auf die Wesen beziehen, die die Erde übernommen haben und unsere Geschicke lenken. Wir können sie Reptilianer, Anunnaki oder wie auch immer nennen. Aber sicher ist, dass sie fliehen werden. Sie sprechen auch von Reinkarnation, als vor 5 Jahrhunderten der älteste Atahualpa, der letzte Inka, sagte: Nach vielen Leben werde ich zurückkehren. Ich werde nicht sterben. Sie trennen mich nur von diesem Körper. Den Großeltern von Atahualpa zufolge ist dies die Zeit. Und wir sind die Auserwählten, um diese angekündigte große Zeit der Heilung, des Friedens und der Versöhnung zu gestalten. Der Lakota-Älteste Wallace Blake Elk verkündete: Die Reinigung wird kommen. Die große Mutter wird uns in ihren Armen wiegen und unsere Tränen trocknen. Und der große Vater wird mit uns gehen. Und der zerbrochene Kreis unserer Völker wird sich neu bilden. Dies ist die Zeit der großen Versammlung, bei der sich die Völker der vier Himmelsrichtungen vereinigen werden. Die Queros bieten ihre Lehren an, um sich auf den Tag vorzubereiten, an dem der Adler des Nordens und der Kondor des Südens wieder gemeinsam fliegen werden. Es wird stürmische Veränderungen auf der Erde und in unserer Psyche geben. Und nach werden wir erleben,
wie sich die materielle Welt mit der geistigen Welt vereint. Den Keros zufolge entwickelt sich die Erde weiter, und wenn wir uns nicht mit ihr weiterentwickeln, wird sie ohne uns auskommen. Es ist nicht notwendig zu meditieren, wir müssen uns nur bewusst sein, dass wir auf ein Lebewesen, auf unserer Mutter Erde stehen und ein paar bewusste Atemzüge am Tag machen. Das ist alles, mehr ist nicht nötig. Wenn wir uns nicht bewusst werden, wo wir sind, sind wir wie ein Virus wie die Erde. Wir müssen uns bewusst sein, wo wir leben. Es gibt eine Prophezeiung, die besagt, dass es eine Zeit geben wird, in der die Stimme der indigenen Völker gehört wird, wie sie noch nie zuvor gehört wurde. Und es scheint, dass diese Zeit gekommen ist.